Dieses Video wird unterstützt von spielenxxl.de. Retro-Style-Games direkt im Browser spielen. Hallo und herzlich willkommen zu RetroPlay. Hallöchen. Wir sind gut drauf. Ja. Wir spielen die 20. Mission von History Line und Hagen. Wir spielen sie nicht nur, wir gewinnen sie. Genau, das geht ja jetzt schnell. Du hast dich ja jetzt eingegroovt beim letzten Mal. Bei Mission 19 hat es etwas länger gedauert. Mission 20 geht ja dann wieder flott, so eine halbe Stunde oder so, dann sind wir da durch. Oder wo sind ein paar halbe Stunden und dann sind wir da durch. Und genau. Hallo an die YouTube-Zuschauer und hallo an den Live-Chat, der uns wie immer hier unterstützt. So. Ja, der DMC sagt, geiles Intro, ich bin immer wieder begeistert. Wir haben uns auch Mühe gegeben für ein schönes Retro-Play-Intro. Benny Hu, 1980, hat cooles Spiel, coole Typen. Vielen, vielen Dank. Und jetzt, wir legen auch direkt hier los. Und leg doch mal History Line in den Hintergrund. Wir legen doch mal da das blaue Byte mit History Line. So, dann müssen wir noch das Passwort eingeben. Und das Passwort lautet Atlas. Und Knöpfchen drücken, damit es weitergeht. Also. So, wenn du magst, kannst du nochmal die Lautstärke anpassen, während ich das Passwort zweimal eintippe, weil es geht ja immer erst beim zweiten Mal. Jetzt hast du aber sehr leise gemacht. Ich bin nicht so feinfühlig, wenn ich meinen dicken Finger auf den Knopf lege, dann ist es wieder an oder aus. Du bist doch denk nur allein, wenn es wieder, wenn Elaine und wenn es morgen wieder heißt. Elaine! Oder für die nicht so retroaffin sind, die Folgen mit A Way Out. Oh, am Ende. Ah. Oh, wenn der dahin schaut. Gespoilert. Ui. Oh, das ist das. Genau. A Way Out Spiel haben wir gespielt auf unserem New School Kanal, newschool.virtualdimension.de. Jetzt spielen wir aber History Line. Ja, Entschuldigung. und Atlas, genau wie der Typ, der die Welt hält. So. Ich denke da immer an eine sehr bekannte Musikgruppe, die gerade den Song rausgebracht hat. Gerade jetzt auch schon seit einem Jahr oder zwei. Atlas Rise. Kennst du? Du hörst keinen. Du hörst nichts. Metallica hat schon. Ja, Metallica, was nur die alten Sachen. Ja, ist okay. Genau. Ja. Sanotakis sagt, wenn man im Lexikon nach gefühlvoll schaut, ist da ein Bild vom Hagen. Ja. Genau. Benny Hu sagt, History Line ist im Grunde Battle Isle. Ja, es ist auf Basis der Battle Isle Engine, aber ein bisschen erweitert. So, Start. Du liest vor. Und wir haben neue Einheiten im November 1917. Mhm. Im Hintergrund läuft die Wacht am Rhein. Fokker Dr. 1. Der rote Dreidecker von Manfred Freier von Richthofen ist wohl das bekannteste Flugzeug des Ersten Weltkrieges. Auf diesem Muster errang er die meisten Luftsiege. Die Maschine war nur Mittelmaß in puncto Motorleistung, aber extrem wendig und sie konnte durch ihre Bauweise schnell steigen. Die Berühmtheit der DR-1 ist hauptsächlich auf die exzellenten Piloten zurückzuführen, die dieses Flugzeug flogen. Ihr englisches Pendant, die Sopwith Triplane, war ebenfalls sehr wendig. Ja, also haben wir jetzt einen Dreifachdecker und auch die Gegenseite hat was Neues. Die Sopwith Camel. Der berühmteste Jäger des Ersten Weltkrieges zerstörte mehr feindliche Flugzeuge als jedes andere Baumuster. Mhm. Mit einer Camel schoss am 21. April 1918 der kanadische Pilot Roy Brown den Roten Baron Manfred von Richthofen ab. Ja. Durch das Moment, das durch den Umlaufmotor erzeugt wurde, konnte die Camel unglaublich enge Rechtskurven fliegen. Aber nur Rechtskurven. Ja. Und war auch sonst sehr wendig. Sie erforderte jedoch einen erfahrenen Piloten. Nicht wenige Anfänger sind mit der Camel verunglückt. Ja klar, wenn du eine super enge Kurve fliegst, dann kannst du aber direkt einen Strömungsabriss und ab und weg. Ja, und weg ist er. Ja. So, und wir sind im Winter. Und Hagen, schau doch mal bitte, wo wir stehen. Wo stehen wir denn? Hallo an Albarex, zum ersten Mal mit dabei. Herzlich willkommen. So, es sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben 72 und der Gegner nur 104.
und wir haben 4 Vorratslager und der hat 2 und wir haben 2 Fertigungsanlagen und der Gegner hat 3. Wenn das so aussieht, kriegen wir immer Furchtballen irgendwie auf die Nase. Das sieht so gut aus. Das sieht aber nicht so gut aus, ja, hast recht. Ja. Also es gibt hier oben eine Insel mit uns und dann hier grob verteilt und, hinter den Bergen. Ja, und wir müssen irgendwie hier dicht machen. Die Karte kommt mir irgendwie bekannt vor, sowas ähnliches hatten wir schon mal. Oh, guck mal, da hast du viele. Ja, da sind aber Ballone. Die sind wichtig. Ja, guck doch mal, was im Depot drin ist. Wenn du mich so fragst, glaube ich schon. Ja. Gibt immerhin Rohstoffe. Gut, da haben wir was. Achso, wieder eine mobile Flagge, die ist ja ganz gut. Ist auch nichts drin. Dafür da ist der Gegner aber mit lauter Panzern direkt davor. Also da super. Wird er gleich kommen. Und Schiffe hat er auch noch. Wo sind denn unsere ganzen Einheiten? Das sind Fußtruppen. Na super. Wir müssen eigentlich vorrennen. Gehört uns das Depot? Ja, das gehört uns. Da ist ein Transportzug. Nee, ein Panzerzug. Das ist ein Panzerzug. Da haben wir noch, da steht auch noch ein Panzer. Einer. Ja. Gut, dass der Gegner mehr hat. Das, das gibt eine Materialschlacht. Ja. Ich glaube einfach, der pumpt uns weg und drängelt uns. Da sind Flugzeuge. Ja, das sind unsere Flugzeuge. Ja. Ah, das ist die DR-1 und eine Albatros. Und Zeppelin Starken. Der Starken waren die Bomber. Okay. Und die Gotha. Oder wie man das im Neudeutschen sagt, Bomber-like. Ein Bomber-like, genau. Genau. So. Du hattest eben gesagt, der Gegner hat Schiffe. Dann lass mich nochmal die Karte kurz. Oder? Da rechts war ein Schiff. Ich sehe keins. Nee, dann habe ich mich verguckt. Das wäre ja erfreulich. Ja. Da ist ein Transportzug. Genau, da haben wir. Also, wir haben Transporter wie üblich und mobile Plug. Die sind ja total nutzlos. Wir haben noch 2 Flieger. Oh, Albatros. So, lass noch mal kurz gucken. Also, hier müssen wir zumachen. Und mehr oder weniger auf kompletter Front. Aber jetzt irgendwie keine Ecke, wo es besonders. Naja, wir müssen ihn eigentlich zurückdrängen auf diese Brücke. Ja, aber guck mal, der hat da, das können wir gerne nachher probieren, aber der hat, guck mal, was der hier sitzen hat. Ja. Und mit mobiler Flak dabei. Wir müssen ihm, wo sind denn seine Fabriken? Wir müssen den Nachschub abschneiden. Hier, da mit der großen, ja, die mit den 2 Bunkern. Ja, okay, mit den 3 Bunkern. Also die 4. Die müssten wir quasi relativ. Und hier unten noch eine Fabrik direkt neben der anderen. Wir müssen die relativ, relativ. Ich bin auch der Meinung, relativ, wir müssten sie relativ, aber. Nachschub abschneiden. Dreht er uns, ja. War da nicht ein Schiff eben? Ich gehe einfach mal. Einfach nur noch. Doch, da ist eins. Ist eins. Ja, hast recht, ein Patrouillenboot, ja. Ja. Ich übersehe ihn beim ersten Durchlauf. Hm. Ja, Wurstwasser Elmo fragt: Schaut das Game zum ersten Mal bei euch? Ist es rundenbasiert oder Echtzeit? Es ist rundenbasiert. Immer einer ist im Bewegungsmodus und der andere ist im Angriffsmodus und dann wird getauscht. Genau, deswegen ist er jetzt fertig, weil er ist im Angriffsmodus und in der ersten Runde kannst du halt noch niemanden angreifen, weil du bist ja noch nicht da. Ja. Ja. Hallo an Old Warrior und Konsolendocs TV. Genau, dann sag doch gleich für welche Plattform, dann machen wir das auch nochmal. Genau, wir spielen History Line 1914 bis 1918 von Blue Byte für den, das ist die Amiga-Version. Mhm. Gibt es auch für PC, aber wir haben das damals auf Amiga gespielt. Ja. Genau, ist von 1992 und basiert auf der Engine von Battle Isle aus dem Vorjahr. Ja. Genau, es sollte ursprünglich mal eine Serie sein, History Line, mit verschiedenen Szenarien, napoleonische Kriege und so. Aber es hat dann nur die Version zum Ersten Weltkrieg gegeben. Und die ist cool. Also kann man jedem nur, also die macht echt Spaß. Ja, wir spielen nicht, auf nicht umsonst sind wir seit 250 Folgen und haben immer noch Spaß dran. Wir sind jetzt im 8. Jahr, dass wir das spielen. Und wir spielen auf Seiten, wie hießen die damals? Entente? War das, wie waren die Entente? Der Mittelmächte. Wir waren die Mittelmächte, der Gegner war die Entente. Ich glaube. Ich weiß es nicht. Also wir spielen die Deutschen. Ja. Die Preußen. Ja, also da kann noch. Ja. So. Na, Albarix sagt, ich fand super damals, da auch gut Geschichte drin war. Genau, es gibt dann immer am Ende der Mission so ein bisschen Überblick, was denn so in dieser Zeit passiert ist. Also eine Mission immer 2 Monate. Ja. So,
So, Hagen hat sich inzwischen Zeit eine geniale Strategie überlegt, an der er uns jetzt teilhaben lassen wird. Und bitte. Ich wollte mich erstmal mit der linken Insel beschäftigen. Also mit dieser da. Hier haben wir die Ballone. Die sind ja, das ist, also, wer nicht weiß, worum es da geht, das ist ein Ballon. Und der kann, also ganz wichtige Sache, der hat eine Fähigkeit, die sind unglaublich mächtig auch, der kann nix. Aber das Nix, was er kann, das kann er echt gut. Kann rumstehen. Ja, so kann man es, der steht einfach im Weg rum. Der kann klemmen. Er steht im Weg rum und dadurch wird das Spiel viel strategischer, weil der Ballon da im Weg rum. Wusst, was er immer sagt, der Kopf von Hagen dampft, aber wir haben ja den neu überarbeiteten, belüfteten Helm. Vielen Dank dafür nochmal. Ja. Und wie viele Missionen fehlen noch, war eine Frage. 26 gibt es, das ist Mission 20. Und es gab die Frage, ob du immer noch den Quickjoy 2 hast oder ob du den schon wieder ruiniert hast. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Ja. Ich spiele immer noch, da, weil es muss. Also mit diesem feinfühligen, den der Dennis da braucht, diesen zärtlichen Competition. Mhm. Das geht gar nicht. Ich brauche hier sowas. Das Ding muss in die Hand passen. Ja? Damit das was mit wird. Saugnäpfen. Mit Saugnäpfen. Mhm. Dass du auch beim wilden Geruckel von Winter Games das Ding nicht abreißt. So. Also erstmal da die Insel hier verteidigen. Dann die Artillerie nach vorne. Eine ziehe ich vor. Eine ziehe ich nach da. So. Die Flak bleibt da stehen. Ja, ich dachte, ich warte erstmal ab, was passiert. Der Flieger hatte keine in der Nähe, die sind weiter unten alle. Hm. Ich hoffe, dass ich durch die Ballone. Und dran, da links ist auch eine Brücke. Ah, da sind die Flieger. Wo denn? Die habe ich gerade freigemacht. Da stand nur eine Einheit von uns, die verlieren wir sofort. Ja. Deswegen dachte ich, ich lasse den hier stehen und hoffe einfach, dass die dann einfach von zwei Seiten kommen und dann müssen wir einfach durch. Ja. Genau, die Ballone, hoffe ich, dass die. Ich dachte schon, Hagen spielt mit dem Lenkrad. Das könnten wir ja mal. Wollen wir Hagen mal quälen? Wer sagt denn da nein? Der Hagen sagt da nein. Wir probieren mal was. Nein. Die hatten wir aber auch noch nicht, Dennis. Hm? Panzerabwehrkreuze? Nee, die hatten wir noch nicht. Oder? Ich könnte auch drauf, aber... Nächstes Jahr sagt Ballone auf die Brücke. Das dauert, bis er die abgearbeitet hat. Ja schon, aber ich habe keine Artillerie, um die wegzuballern, was auch immer da kommt. Nee, so. Guck mal, bis die da hingerungelt sind, vergiss es. Hagen, wir testen das jetzt mal. Man nervt ein Popcorn. So, man kann nämlich... so steuern. Hagen, bitteschön. Spiel doch mal mit Lenkrad. Mhm. Feinfühlig, Hagen. Genau, mit Bindestrich oder ohne? Dann musst du geringe Bewegung machen, Hagen. Meine geringe Bewegung sind 5 Kreuzchen nach unten. Ja, nicht so, sondern einfach nur ein bisschen neigen. Nur ein bisschen neigen. Nicht ruckeln, nur neigen. Hör auf jetzt. Komm, Hagen, das kann doch nicht so schwer sein. Nicht einkreisen wie die Geier. Ich versuche die anderen alle zu erreichen. Ja, das geht doch mal drauf. Hier, komm, Hagen, das kann doch nicht so schwer sein hier. Also. Ich brauche mal was zu trinken hier. Dann
gehen wir doch mal hier auf die Artillerie. Und was möchtest du gerne machen? Wollte gucken, wo ich sie platziere. Ich wollte überlegen, ich könnte sie, die Panzer, entmarkiere sie nochmal. Halt oder so. Er hat da wenige Fußtruppen und viele Panzer, sehe ich das richtig? Hatte. Also er hat viele Panzer und viele Fußtruppen, aber ungefähr gleich. Da stehen sie eigentlich schon ganz gut. Geh mal, guck mal gerade, wie weit seine Schwere schießt, die links steht. Und da links. Das andere links. Weiter also. Links. Das Männer links, Dennis. Eins, zwei, drei, vier. Das ist ja keine mittlere und keine schwere, das sind doch nur Bunker. Nee, die. Da, die da. Das ist eine kleine. Das ist eine leichte. Ja, okay. Der kann sie nichts wollen. Ja, okay, gut. Dann geht's ja. Na, guck mal, unser Bunker kann sogar schon schießen. Wenn ich ihn noch eins vorbewege, könnte er direkt schießen. Hat man das nicht mit Maus gespielt? Man kann es auch mit Maus spielen, aber die Maussteuerung ist noch furchtbarer als das Lenkrad. Also dann lieber mit Lenkrad als Joystick mit Maus. Ist das auf jeden Fall. Nee, dann lass sie so stehen. Dann weiter rechts, bitte. Alter, nee, so ein bisschen nur. Ach so, bitte links, bitte bis runter. Bisschen links, bisschen runter, runter, runter. Stopp. Rechts, da. Zwei Fußtruppen unten links, die machen da oben zu. Ja gut, dann lass es so stehen. Geh mal rechts. Stehen lassen kann ich. Ist irgendwas in dem Fahrzeug drin? Dennis? Ja, ich guck ja. Ist da irgendwas in dem Fahrzeug da drin? Moment, ich hab's gleich. Nee. Geht doch, es ist nur ein bisschen Übungssache. Geh mal runter. Ah, da ist unsere Linie. Ja. Ist natürlich nicht so gut. Geh mal ein bisschen weiter links, bitte. Mariba zum ersten Mal dabei. Hallo. Ja, hallöchen. Benny Hu sagt, ich soll ja Joystick machen. Ich glaube, wir machen wieder Joystick, oder? Kannst du machen, ja. Wir haben, aber es geht. Also. So, Hagen. Dann. Und bitte. Wir könnten auch mit Lightgun spielen, aber ich glaube. Jetzt habe ich wieder die Kontrolle. So. Ah. Turbotorte möchte die Steuerung wie bei 4 gegen Willi. Wo, was ist denn da mit dem Panzer denn? Kann das sein, dass der eingegraben ist? Der ist auf so einem. Da ist irgendwie keine Straße drunter. Der Mark 1. Oder kannst du ihn bewegen? Die Frage ist, will ich ihn bewegen? Ja. Rufi sagt, ich wusste nicht mal, dass es für Amiga so Lenkräder gab. Ja, dann geh doch mal auf unseren YouTube-Kanal unter youtube.virtualdimension.de und such nach Freewheel, so heißt das nämlich. Jan und ich haben nämlich eine zweiteilige Reihe gemacht, wo wir mal verschiedene Rennspiele mit dem Lenkrad ausprobiert haben und könnt ihr mal einen Eindruck bekommen. Es gibt das in zwei Varianten. Ich habe hier leider nur die digitale Variante. Die gibt es auch in der Analog-Variante, aber die ist, da ist verdammt schwer ranzukommen. Zeigen wir dann irgendwann mal, falls ich mal drüber falle. Genau, sie wird noch gerade diskutiert. Also man kann es mit Maus spielen, aber ich kam mit Joystick einfach viel besser klar. Sepp Michel sagt, den Level hat er gestern auch angefangen. Er hofft auf viele Tipps von dir, Hagen. Ich komme gleich. Ich überlege meinen, noch. Willst du mal in Ruhe überlegen? Dann kann ich mal zeigen, genau, dann, was unser B-Programm ist. Wir haben ja die letzten Male immer schon Klemmbausteinmodelle von Kobi gebaut. Hier kam vorhin die Info, dass demnächst wohl der Mark 5 Panzer erscheint. Und wir haben, ich gehe mal hier auf die Modellbaucam. Jetzt gerade mal hier. Wagen, du hast es im Griff. Also, immer. Was haben wir schon gebaut? Wir haben hier Feldgeschütze in groß und in klein. So eine Stellung. Und dann haben wir natürlich Panzer. Einmal
von der Entente. Hier, das ist der, polnische Mark I. Ne? Genau. Ja, Kobi ist ja polnische Firma. Ja, genau. Und dann haben wir aber auch den Sturmpanzerwagen von den Deutschen. Genau, so sieht er von der Seite aus. Genau, also auf dem Boden ist da schon einiges los. In der Luft haben wir bislang hier nur ein Flugzeug von den Deutschen. Mhm. Und da müssen wir jetzt mal das Gleichgewicht der Kräfte wiederherstellen. Deswegen bauen wir heute, hier wird ja immer ein bisschen Klemmbaustein gebaut, deswegen bauen wir heute die Avro 504K von den Alliierten. Ja. Ja, ein Doppeldecker wie der von den Deutschen. Natürlich dieses stilisierte Maschinengewehr. Ja, ist das Maschinengewehr? Ich denke, weil sonst mussten sie durch die Propeller durchschießen. Ja. Und der schießt drüber, würde ich vermuten. Ja. Es kann auch so ein Gegengewicht sein, dass sie das damals brauchten, aber ich hätte jetzt vermutet, es ist Maschinengewehr. Irgendwo muss der Waffen sein. Ja. Ja. Genau, 230 Teile, das sollte ganz gut machbar sein. Wenn ihr auch Interesse an so Modellen habt, dann schaut mal bei dem Klemmbaustellenhändler eures Vertrauens. Kobi The Great War heißt die Edition. Und ihr könnt natürlich auch in unserem Amazon-Shop unter www.retrogear.de, ja, da haben wir diverse dieser Modelle auch verlinkt. Ja. So. Ja, Indiana Jones Panzer hier, der Sturmpanzerwagen. Ja. Genau, das ist so. Naja, es ist der Nachfolger. Das Indiana Jones war der Zweiter Weltkrieg. Oder ich kurz glaub, vor Zweiter Weltkrieg. Sogar im Kristallschädel aufgetaucht, so ein ähnlicher? Ja, das ist so ein Art Modell. Das ist ja relativ zeitlos von der Form her. Oder mit dem Pferd außen rum reitet, war das nicht das? Ich weiß nicht. Es ist immer irgendwas mit Panzer und Explosionen. Ja, und, Hallo Volvo Tom. Für den Amiga gab es sogar schon VR-Brillen. Es gab das Virtuality hieß das als Arcade-Automat auf einem Amiga 3000. Ich habe leider nur den Nachfolger mal ausprobieren können, da war dann schon ein PC drin. Und es gab so 3D-Brillen, die Eyeglasses zum Beispiel. Ist aber auch verdammt schwer ranzukommen, also habe ich leider nicht. Wie gesagt, VR-Brillen reizt sie nicht an die nötigen Grafikkarten, kommen wir zurzeit eh kaum ran. Also ich finde VR spannend und es macht auch Spaß, aber man kann halt nicht so nebenbei spielen. Und ich habe im Moment das Problem, so einfach mal Zeit nehmen und jetzt werde ich einfach nur spielen. Das kriege ich irgendwie im Moment gerade nicht so hin. Ich muss da. Also dann machen wir kurz den Exkurs zu VR-Brillen. Ja. Also ich bin ja auch stolzer Besitzer und ich finde es super hammergeil. Weniger spielen, muss ich zugeben. Ich habe das auch am Anfang nicht geglaubt. Also ich als Brillenträger habe mir erstmal so verstärkte Linsen dafür bestellt. Kann man also alles machen, ist alles gut. Und so einen anderen Ansatz, ihr habt es ja vielleicht schon mitgekriegt. Wenn ich im Stress komme oder mir irgendwas meinen Kopf so lang bedeckt, was nicht so luftig ist, dann fange ich an zu schwitzen. Das hasse ich ja wie die Pest. Auch mit der VR-Brille ist ja noch schlimmer. Habe mir also da so Pads geholt und so. Damit ist das echt luxuriös. Du ziehst das Ding auf und dann, ich darf dir sagen, eine Amazonas Rafting Tour, wo du einfach nur, also musst das kein Spiel, sondern du fährst mit so einem Typen über den Amazonas, der kommt bei so Eingeborenen an und du latschst da so einfach mitten durch die durch und guckst die Viecher an und die Leute und bla. Oder San Diego, Pizza essen war ich schon mit der VR-Brille, bekommst du jetzt in so einen Shop und denkst dir, was futtern die Amis da Ekliges? Also auch das kannst du alles. Also wirklich einfach hin, abschalten, eine halbe Stunde, du machst das Ding ab und denkst, das war die best investierte halbe Stunde Fernsehgucken, die es gibt. Weil das ist ja, netter als Netflix und Dings, alles ist wirklich geil. Ja. Also kann ich jedem. Oder Elefanten, die am Ufer stehen und. Oder durch ein Bild von Salvador Dali laufen. Hm. Also über dir sind diese geschmolzenen Figuren, du läufst unten drunter durch und denkst, wow, und es wird noch freakiger, wenn du durchläufst, glaub mir. Also es ist schon richtig geil, das macht schon richtig Bock. Ja, also, welche hast du, Hagen? Ich habe die Oculus, die alte, wie hieß der Rift? Oculus Rift. Ja.
Consumer-Modell 1, die habe ich auch, also wir haben die gleiche. Ja. Ja. DMC sagt, in Tschernobyl rumlaufen ist auch ganz cool auf VR oder mit Haien tauchen. Ja. Und ja. Sonic Hack gesagt, hat vor allem Potenzial für alte Menschen oder Leute, die anderweitig eingeschränkt sind, sich frei zu bewegen. Ja, auch. Aber ja. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz so ein alter Leut, aber also du musst affin sein für so neue Techniken und also das gehört einfach dazu und du musst einfach offen für das ganze Ding sein. Ja? Wie viel Uhr haben wir denn? 21 Uhr. Wenn du natürlich den PC nur anmachst für gewisse Videos, ja, dafür ist sie nicht gut geeignet. Das muss man eindeutig sagen, weil du halt sämtlichen Stimuli nur über die VR-Haptik kriegst. Das heißt, also das wird diese technische Entwicklung nicht pushen, oder? Viele andere hat es ja gepusht, Grafikkarten ja. Zurück. Ne? So, jetzt das Thema aus. Nichtsdestotrotz, wenn du so ein bisschen offen bist für das ganze Thema, glaub mir, das ist echt richtig lustig. Man muss sich einfach dran gewöhnen. Man muss einfach mal sagen, okay, da ist eine neue Technik. Ich gucke mir das Ganze mal an, wie das läuft. Und wenn du das so gemacht hast, wirst du feststellen, hey, yo, locker.